go best on please and make me feel Victoria me. Steven Leverenz hatte sich vor einem Monat einen Muskelfaserriss zugezogen. Nachdem der Winterneuzugang, der bereits 4 Saisontore in 7 Drittligaspielen für die Viktoria erzielte, untersucht worden war, ging es zunächst einmal in die Reha. Ja, dann habe ich meine Reha in Stuttgart gemacht, bei meiner Familie. Der Verein ist mir da auf jeden Fall entgegengekommen, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Habe ich dann die Zeit mit der Familie verbracht, da meine Behandlung bekommen. Und nach 2 Wochen bin ich hier gekommen und habe dann jetzt 1,5 Wochen, 2 Wochen hier meine Behandlung bekommen und hier im Kraftraum und auf dem Platz trainiert. Inzwischen kann er wieder voll trainieren. Ich habe mir im Training ein Muskelfaserriss zugezogen, im Adduktorenbereich. Aber jetzt, heute war der letzte Test, um zu gucken, ob alles wieder hält, ob alles wieder klappt. Funktioniert wieder alles und jetzt steige ich auch ganz normal wieder ins Mannschaftstraining ein. Ja, war schon eine tolle Einblutung, wie die Ärzte das diagnostiziert haben. Und ja, ich habe aber eine gute Reha gehabt, gut trainiert und deswegen kann ich jetzt schon diese Woche wieder auf dem Platz stehen. Bleibt zu hoffen, dass der 29-Jährige zukünftig von Verletzungen verschont bleibt. Und please, and make me feel Victoria.